Folge Star Stable Online zu einem weiteren Championat, immer noch am selben Tag, immer noch am 5. Ja, heute, beziehungsweise jetzt, am Moorlandstall. Ich bin gespannt, hier sind ein paar Mann mehr, die mitmachen. Oh ja, es wird, ja. Es ist eine bunte Mischung geworden. Gebe ich hier gerade zu, es sind nicht so viele Araber Pintos dabei wie in der Gruppe in Weildale. Es wird interessant, definitiv. Championatsgruppe 1 wieder, habe ich mir aber gedacht. Ja, bin gespannt, wie es läuft. 15 Sekunden noch. Und ja, dann geht's los. Bin gespannt. Ich hoffe, diesmal wird's besser. Bei so einem bunten Haufen, dass ich nicht mit Level 13 oder was es war ins Ziel komme. Okay, hier starte ich auf 11. Meine 11 scheine ich auch gut zu halten. Hier sind viele hängen geblieben. Aber die werden mich wahrscheinlich gleich alle wieder aufholen. Im Moment auf Platz 8 durch die vielen Stürze der anderen. Das war gut. Ja, ich, wenn ich jetzt keine Fehler mehr reinhau, würde ich... Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Ich wollte nämlich jetzt beinahe sagen, wird es bei Platz 8 bleiben. Aber ja, da kommen jetzt natürlich die ganzen gefehlten Araber Pintos. Die wollen jetzt natürlich alle nochmal aufholen. Okay. Gut, dann wird es wahrscheinlich Platz 10, hoffe ich. Wieso hat er mir jetzt Platz 8 angezeigt? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber ich bin auf der 8. Hä? Naja, irrelevant. Also mit dabei waren in meiner Gruppe die Tanja, Summerglass, die Sandy, Starcobbler, die Ismet, Old Muggle, die Isabel, Towercake, die Ilvia, Moonwave, die Yuka, Tundra, Flower, die Kate, Cherry Light, die Cherian, Wolffeeder, dann reihe ich mich ein auf Platz 8. Die Terrier, Crane, Flower, Tiffany, Summerlock, Florencia, Frogcam, Mabel, Summerland, Dakota, Fireheart, Cora, Jungle Forest und auf Platz 1 die Kaiko, Duskwolf. War die nicht letzte Woche schon dabei? Beziehungsweise vorhin beim, Weildale Chumpy. Die macht wahrscheinlich auch gerade Aufnahmen, nehme ich mal an. Oder sie versucht mit aller Gewalt eine Schleife zu gewinnen. Das kann natürlich auch sein, das machen auch viele. Aber ich weiß es nicht, deswegen werde ich den Braten jetzt nicht zu heiß essen. Beziehungsweise ich werde ihn gar nicht essen, weil es mich halt auch eigentlich gar nicht juckt. Irrelevant, ich bedanke mich bis hierher bei euch fürs Zuschauen. Sage tschüss. Und bis zum nächsten Mal.